Platz. Nein, okay. Nein. Was ist los, Toni? Bandi hat angerufen, der meint, wir sollen zum Pier Kim, zu der Restauranteröffnung. Aber nur wir beide. Ja, können wir machen. Warum denn nur wir beide? Keine Ahnung, er meinte, der hat nur zwei Plätze oder so. Gefragt, ob mein Freund. Meinst du, die haben Nudeln mit Rinderfiletspitzen? Stimmt. Oder Garnelen im Tempura-Teig? Weiß nicht. Und ein kleiner Burrata? Da würde ich mir jetzt sehen. Boah. Wollen wir gehen oder was? Ja, wir müssen dahin. Hast du Sachen in der Hand? Wo sind zwei Beine? Ja. Na, 80, 90. Am Pier! Hat er gesagt. Ganz hinten. Auf dem Pier drauf. Okay. Ja. Ich geh mit Bart. Okay. Sippi, der hat schon zwei Beine zwischen seinen Augen. Was? Wo? Toni, ist das jetzt so? Jetzt bin ich aber. Ja, doch, wirklich. Am Pier hinten. Ja, oder was? Aha. Ah. Aha. Ist er hier drin oder was? Aussteigen bei Daniel. Was? Was ist denn jetzt? Warum? Was ist denn los? Machen Sie beide die Flossen hoch. Was ist denn jetzt los? Beide die Flossen. Ey, wenn du keinen hast, mach kurz dein Hand hoch. Das ist zu, Toni. Was ist los? Was ist denn los? Lass ihn nicht bewegen. Jungs, sie haben uns gefickt! Alle Schotze. Wer? Aha! Damit ich nicht gucken kann. Ja! Ein Bier. Was labert ihr? Irgendwelche Cops? Bundeswehr? Einsteigen. Einsteigen. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Einsteigen. Ihr könnt nichts machen, Jungs. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Toni. Einsteigen. Zwei oder was? Sosa? Einsteigen. Sosa? War das Sosa? Toni, bist du da? Wir fahren hin, wir checken ab. Toni. Geht's alles gut? Einsteigen. Toni. Hallo? Toni, hörst du mich? Ja. Toni, was passiert? Wo ist der Achsel? Toni, Hilfe! Wer schießt? Wer schießt hier? Das ist ein süßer CP. Komm jetzt. Ich wusste, eines Tages werde ich mitgenommen. Flick ist das Ding? Warte mal. Toni, ist es Sosa? Terry ist so. Weiß nicht. Verdammte Scheiße, ihr Wichser, Mann! Das ist Sosa! Ist das Sosa? Sosa, hast du uns entführt? Das war Sosa! Ja, ich wusste schon immer, Toni, dass Sosa ein Verräter ist. Ich hab's dir gesagt. Ich hab auch einen Sack auf dem Kopf. Klein Motherfucker, Mann. Ich wusste eines Tages noch, dass ich die ganzen Frauen gefickt werde, wenn ich empfehle. Toni Bundy hat uns gefickt. Ja, doch, das wäre ein Freund. Ich dachte, das wäre mein bayerischer Freund. Das ist eine... Kann ich mich ganz kurz vorstellen? Ja, ich bin vom Staat, ich bin für die internationale Sicherheit zuständig. Wie ist Ihr Nachname, Frau Duff? Und ab heute habe ich ja nichts anderes zu tun. Wo ist denn der Herr Kollege Seppmeier? Der ist hier, Christi. Servus, junge Dame. Für ein Stimmer. Ihr Name ist ab heute One. Was? Juan! Ist sie aus Korea oder ist was? Ist es japanisch, Juan oder was? Juan Lee oder was? Und warum ist das mein Name? Was ist das für. Ist es ein Rollenspiel, Junge? Kann ich ihn auch Juan nennen oder muss ich ihn Juan nennen? Der Kollege Zero, einfach Fresse halten, danke! Okay. Wie heißt der Kollege? Zero! Weil er eine Nullnummer ist oder was? Ha, so siehst du? So, und der andere Kollege ist dann, das ist Bestätigung, Toni Groß. Wo ist der GPS? Ja. Ihr Name ist Stix. Ah, nee, mach mal ja. Alles gut, Jungs, mach nix, alles gut. Das heißt Toni. Okay. Die Kollegen, bitte, können wir uns auch noch darum kümmern, dass das GPS wegkommt? Ich hab kein GPS, Homie. Also, warte. Aber der Kollege, what? Dürfte ich mal eben aus dem Funk gehen? Ja. Kuss. Darf ich meine Mutter noch vorher anrufen und sagen, dass ich weg bin? Dass ich draufgehen werde? Sosa hat uns einfach gefangen. Also Jungs, das was Ding ist... Was Toni? Verdammte Scheiße, ich bin im selben Boot wie du! Ja, ich bin auch im gleichen Flugzeug wie du, aber du hast uns gefangen! Wie gefangen, Mann? Ich habe auch ein Ding über meinen Kopf. Keine Ahnung, eine kranke Frau. Ich war mit Sippi alleine! Wir dachten eigentlich, wir würden jetzt zwei Frauen treffen, der Toni und ich. Ja, ich dachte auch, ich treffe eine Frau. Bandi und Sosa haben uns verarscht, schon wieder! Yeah. Ja, das ist Wahnsinn, Toni. Wurde euch auch gesagt, 30? Kein Schwanz zwischen den Beinen? Geile Olle! Uns wird gesagt, wir kriegen ein leckeres Mittagessen und einen super Nachtisch. Und das Nachtisch hieß Muschi, also irgendwie. Ja, ich hab auch gehört. Oder es waren doch Muscheln, Toni. Ich weiß jetzt auch nicht, was es ist. So, wir haben noch einen Boxenstopp und dann. Ja, das Willi. Ist auch schon Richtung. Dass Willi diese Stimme jetzt durchzieht, ne? Nirgendwo. Okay, oh, das ist.
Und was ist jetzt, also warum haben wir jetzt andere Namen bekommen? Junge Frau? Naja, und ganz kurz. Diverse andere Informationen werden dann von meinen Kollegen, Batman. Ist der Kollege Batman? Der wird ihn ganz aufklären. Alles andere bitte ich Sie, ruhig zu sein, Mr. Wang. Toni, ich bin jetzt Japaner, wusstest du das? Hilfe, Wang, Hilfe. Zum Flughafen, bitte. Zum Flughafen. Hilfe. Ein Helikopter verfolgt uns. Ein Platzi verfolgt uns. Ja, das sind nämlich die Platzi, kleinen Wichser. Denkt ihr, kriegt uns einfach so oder was, hä? Ihr kriegt uns abziehen, nicht. Sonst sterben sie. Was? Die sollen abziehen, sonst sterben sie. Du stirbst gleich, warte mal ab. Ich fuchs durch. Gut. Jungs, ihr müsst abziehen, sonst sterbe ich. Ihr müsst abziehen, Jungs. Lasst uns. Wir machen das. Oder ich rufe mehr Tanz. Jungs, ihr müsst abziehen, sonst sterben wir. Zieht ab. Zieht einfach ab. Sag eins, der mir stürmen soll. Sag eins, der mir stürmen soll. Nein. Einfach nix, Jungs. Bitte nicht. Alles lassen. Okay. Ich dachte, du bist Zero. Du bist Zero. Warum heiße ich Juan? Wenn du ein Horn bist. Kevin, lauf! Du siehst eine Falle, Kevin, renn weg! Ja, jetzt ist zu spät, Alter. Das ist Kevins Stimme? Kevin steckt auch unter die Decke? Bleib doch, hallo? Der Wutzke effekt, Mann, hier gibt's keine Muschis, du Idiot! Und wer hat mir gerade am Schwanz gespielt? Wenn halt die Schnauze. Alles gut. Das wäre ein... Und jetzt? Kevin, nochmal aussteigen. Wieso? Aussteigen. Was, wenn nicht? Ja, okay. Wie was, wenn nicht? Ja. Die haben 5 MGs in der Tür, voll depp. Handy weg, GPS aus. Was ist das überhaupt für eine Stimme? Das ist, kennst du... Was noch? Toni, ich weiß, wer das Handy ist. Handy und GPS und was noch? Toni, das ist Bane. Kennst du Bane von Batman? Das Hallo? Ist der... Der Bösewicht ist Droge? Das. Bane? Ja, ich Bane, hab noch eine Idee. Der mit der Maske. Ich hab eine Maske, ja. Nein, ich bin das nicht. Nicht du, der unten, der mit der tiefen Stimme, das ist Bane. Warte mal kurz. Hey? Hier, ich hab selber eine Tüte, Homie. Hier, zieh sie mir rüber. Kennst du wieder nicht, Toni? Ja, bist du voll depp. Die Tüte war für Sosas Mom, Homie. Mit dem Maulkorb. Deine fette Mutter sitzt hier gerade drinnen, deswegen sind wir auch mit dem Cargo-Bob unterwegs, damit die transportiert wird. Wichser, du kleiner Fetzer, du. Transportiert, sehr gut. Hört auf euch zu streiten. Okay. Wo ist Levin überhaupt? Ich bin hier drin, Homie. Ich will Kevin abknallen. Levin! Kevin, Homie, Kevin! Levin! Ja, und jetzt? Werden wir jetzt alle... entführt oder was? Ich immer die coolsten nicht. Aus jeder Gang. Ja, das kannst du gut haben. Aber bitte, was hat Barney damit entführt, zu tun? Alter? Ich wurde gerade eben schon entführt. Ey, warte. Levin, was haben die dir gesagt? Hier, eine dicke Party. Bandit, der kleine Wichser. Die haben wir auch Bandit. Bei mir auch. Der hat uns gefickt, der Wichser. Bei mir auch Bandit. Der ekelhafte Verräter. Der hat uns gefickt, der Wichser. Jungs, jetzt mal ehrlich. Mal Titten auf den Tisch. Wo geht's denn jetzt hin mit uns? Ich glaub, sagen seine Mutter bewegt sich gerade hin. Du kleiner Dreck. Es will raus. Sperren Sie es ein. Ich seh nichts. Ach, hallo? Kevin, alles gut bei dir? Warte mal. Ich kann nicht einsteigen, ich seh nichts. Was ist das? Ah, Vanilleduft. Ich seh noch nichts, wie soll ich einsteigen? Das ist Paris, glaub ich. Oh ja, ich bin Paris. Hallo. Paris! Wie geht's dir? Was ist denn jetzt hier los? Jetzt wisst ihr gar nichts. Percy, wer den sterben? Mach dich immer drauf. Und was ist jetzt mit dem Louis? Kommt der mal los? Ich kann nicht reinsteigen, wenn ich nichts sehen kann. Soll ich sie tragen? Ich glaube, das Ding hier ist voll, eh? Komm auf meinen Schoß! Paris, komm auf meinen Schoß, dieses Platz! Wenn ich jetzt meinen letzten Moment hier mit einem Frau verbringe, Mann. Hä, die sitzt im Schoß, ich seh's! Hast du keinen Sack über dem Kopf, oder? Paris, komm auf meinen Schoß, Mann! Ich meine Zero, Paris? Da? Erstmal, Schatzi, sehr schöner Concealer. Was ist denn da? Ich heiße dich herzlich willkommen zur nationalen Sicherheit. Deine Stimme ist ab heute dein, du hast keinen Namen mehr, sondern du heißt ab heute Ey. Keine Namen. Ja, ist ja gut, jetzt hast du noch was anderes drauf, also keine Namen, mach du mal locker dein jetzt. Scheiß Stimme. Du sagst ja, einer ist Louis, der andere ist Batman, aber wir haben keine Namen oder was, Wichser? Genieß den Flug noch. Ja, super spannend mit dem Müllsack auf dem Schädel. Super spannend mit dem Müllsack. Wie bist du hier hingekommen? Wir sind das A-Team. Mhm. Das kann ich so. So, ich steig jetzt einzeln aus. Regen! Keine Namen. Aussteigen! Regel! Ja, ich steig hier aus. Aussteigen! Ich bin da draußen, wo müssen wir hin? Wohin? Alle in einer Reihe. Ja, wo bin ich hier? Wie soll ich eine Reihe bilden mit dem Sack auf dem Kopf, du Mistkerl? Mach doch endlich den Sack ab, Mann!
Oh, endlich, Mensch! In einer Reihe, okay. Endlich. In einer Reihe. Ja, ist ja mein gut, Maske ist ja gut, ab! Ich bin 6! Ich bin 1. Oh shit, was ist denn jetzt los? Ich hab gewusst, wir kommen in den Bunker, wir werden eingesperrt. Jetzt geht's zu Area 51, Jungs. Jetzt gibt's Aliens. Ich wusste, dass es gibt 01, Nummer 6. Ich wusste. Beruhigt euch. Das ist Bandi! Boah, das ist ja Bandi, Jungs! Yeah. Wo sind die Frauen? Jungs, das ist ja Bandi. Wo sind jetzt die Weiber, die uns versprochen hast? Ja. Komm, Nein, uns alle sehen. Erstmal tut's mir leid, dass wir euch so in Empfang nehmen müssen. Ich und meine Kollegen, beziehungsweise die nationale Sicherheit. Da können wir die Hände runternehmen. Ich kann anders handeln. Ja, ist ja entspannt. Ich weiß, für euch ist das jetzt alles ein bisschen überraschend. Ich werde euch auch alles erklären. Aber als nächstes bitte ich euch selbstverständlich rein. Kommt mal rein. Mhm. Okay. Dabei. Bandi, fixst du uns jetzt, oder? Wo das ist was Gutes? Erzählung? Wo ist denn das? Erstmal weiterlaufen. Erstmal weiterlaufen. Ja, das sieht aus wie ein Film, Alter! Ja, Sensor. Was soll denn das mit eurem Getrage? Jetzt hört's halt auf! Oh, was ist denn das hier? Was ist denn das für ein Baum? Leute, ich sag euch, ab heute beginnt ein ganz neuer Tag in diesem Staat. Okay. Ich habe euch ausgewählt. Chat, wisst ihr alle schon, was passiert, Leute, ja, ne? Sind mit unterschiedlichen Charakteren. Wild, stabil, mental, Gangster. Kevin, der meint nicht mit Stock. Geil, nicht mit Stock, Kevin. Natürlich auch. Komm, Gangster, mach ohne Megafon. Du bist stark, ich bin Gangster. Natürlich auch Leute mit sehr viel Sachverstand, okay. Intelligenz, damit Durchhaltevermögen, Agilität, Aggressivität. Polizisten, Gangster, Leute, Gangster! Zum Punkt, Alter! Praktikanten! Praktikanten, ja, Verzeihung. Ich schweife ab und zu ab. Und Zwergen. Was? Hey! Wir sind jetzt hier, weil ich das Gefühl hatte, im Staat. Wie ist das A-Team? Läuft nicht immer alles richtig. Und ich bin der Meinung, es sollte ein Team geben. Ein Team, was alles löschen kann. Hey. Ob es Feuer, Wind. Oder auch nur der leichte Pissstrahl ist von Sosa. Wir sind ab heute das A-Team. Ist das ich gut? Ich bin der Motherfucker mit den Ketten. Ich bin der mit der Zigarre. Ich bin der mit die langen... Ich bin die Dame, die sich unsichtbar machen kann. Das ist nicht wir Avengers, A-Team. Das heißt... Ihr werdet nie über das Wort A-Team ein Wort verlieren. Alles, was... So, okay. Zu diesem A-Team funktioniert, ist ein Mythos. Diskretion heißt niemandem sagen und Fresse halten. Genau. Ich frage euch was. Eine Frage. Ja, Toni. Niemanden? Du darfst niemals erzählen, dass du beim A-Team bist. Niemand darf das mitbekommen. Niemand. Wenn wir zum Einsatz gerufen werden, wird es nicht mehr so ein letzter Tag. Sosa geben. Nicht mehr. Seht mal. Jo, Frelli. Nicht mehr Toni Gross, sondern dann gibt's nur noch eure Zahlen. Wir werden nur noch in Zero reden, in One, in Two, in Three und in Six. Das sind unsere Namen. Wir werden auch spezielle Westen bekommen, wo die Zahlen... Jeweils. Ja, gut, weil sonst ich kann mir das nicht merken, Mann. Ja, weiß ich doch. Oh, Scheiße. Dosa, hast du schon mal vom A-Team gehört? Gehört, ja. Sehr gute Antwort, du verstehst es. Toni, bist du beim A-Team? Nein, ich bin nicht Toni. Ich bin Sex. Sehr gut, ja, sehr gut. Er hat verstanden. Sehr gut. Er hat verstanden, Mann. Ja, das ist. Ey, kann ich noch jetzt alle haben? Ich will nicht 8 sein. Was willst du haben? Ich will 7. Ja, nee, Nummer 7 bin ich longer. Ja, natürlich ist er die Nummer 7. Einfach Ronaldo. Natürlich. Und ich will nicht Zero, Mann. Doch, Zero passt zu dir. Ich bin 5. Warum bist du nicht die 2? Ich bin die 1. 1 ist super. Okay, dann nimm... Ich wollte eigentlich Batman sein, aber dann... Dann nimm die 7, ich bin Batman. Ich bin die 7. Ja, nimm sie. So. Damit ihr auch ein bisschen versteht, wann kommt das A-Team zusammen? Das A-Team wird quasi ausgestrahlt in der Stadt wie Batman nachts. Es wird ein A am Himmel stehen. Und jetzt zeige ich euch mal euer neues Zuhause. Folgt mir bitte. Ihr habt Zugriff auf jeden Raum, auf jedes Auto. Wir werden uns auch noch ausrüsten.
Wow. Das sind alle unsere Ausrüstung, die uns wow. zur Verfügung stehen. Alter. Kreizokrement. Kann ich eine haben? Wow. Oh, bekomme ich Waffe in Gold? Sogar Laserwaffen. Ja, folgt mir alle gerne. Wir sind das 8. Ja. Männerkollegen. Susa, bleib ruhig! Ich muss so besser. Susa, nein, beruhig dich. Susa, beruhig dich. Ich lass dich jetzt runter und du bleibst da stehen, okay? Gerne, Susa! Kennt ihr? Gutes. Ich glaube, in diesem Raum wird Zero sehr viel sein. Ja, Zero, sehr gut, Seven. So, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Das ist, würde ich sagen, da, wo wir, wenn wir einen erfolgreichen Einsatz haben und noch nachbehandeln müssen, unsere Zellnamen. Hier gehen wir durch und hier haben wir einen kleinen Funpark. Ein Funpark? Ja. Ja, ich mag den Funpark. Ich werde den Funpark sehr viel benutzen. Oh. Ja. Oh. Ja, was ist los, Tony? Wo seid ihr? Oh, jetzt weiß einer, wo ich bin. Jetzt ist es ein bisschen schwierig. Hier raus. Ja, wir müssen alle vielleicht mal hier. Aha, hier bin ich. Grüßt euch. 47. Grüßt ihr mein Bestes. Ist fit oder was? Ja, Juro, ey, wenn du weißt, wir sind zusammen, dann sind wir auch zusammen. Kurze Frage, so, Bondi. Wieder, Bondi. Sorry. Selbst. Kommt der Uli auch eine? Oder ist es was anderes mit Uli? Wenn der Uli hier wäre, dann würde ich dir eins sagen, dann wären wir schon lange Meister. Danke. Verzeihung, hört mir ganz kurz zu. Hier zu meiner anderen Seite haben wir natürlich zwei Büros, wo wir natürlich unseren Papierkram und diverse andere Sachen erledigen. Aber das ist Nebensache. So, dann würde ich euch noch einmal folgen. Hier ist dann der Weg zur Waffenkammer. Oh, jetzt wird's interessant. Wer kann denn alles das sehen? Jeder kann sich gerne bedienen. Wichtig ist, die Sachen, die ihr von hier habt, dürfen nur, wenn man benutzt. Nur für das A-Team benutzen. Natürlich, um Gottes Willen. Ja, Sepp, das ist absolute Priorität. Natürlich. Nie im Leben. Natürlich. Uli, ich bitte dich. Boah, für Paris gibt es direkt eine Kalaschnikow, da fühlt sie sich wohl. Achtung. Ich brauche aber eine goldene. Boah, leckt's mir am Arsch. Ich will das Camouflage-Ding haben. Hört mir zu, ey. Das freut mich. Das meine. Ruhig bleiben. Ich brauche diese Auto mit mir. Ich nehme diese. Der ist meiner. Das meine. Alle in eine Reihe. Gibt's eins in Rot-Weiß für den FC Bayern oder irgendwie weniger? Ich kann mir überlegen. Ich habe da schon eine Idee, wie man das machen könnte. Am Oktoberfest kriegst du dann einen richtig schönen. Das wäre gut. Das wäre gut, mein Bester. Ihr seht, das sind vier unserer Prachtfahrzeuge. Und natürlich sind wir das A-Team. Und genau deswegen habt ihr nur das Beste verdient. Ihr seid die nationale Sicherheit. Mhm. Ihr seid das Gesetz. Ganz ihr genau. Seid dafür da, um andere da zu sein, ja? Habt ihr verstanden? Wir sind da. Ah, das schon. Wir sind da, um hier zu sein. Genau, sehr schön. Tony, genau. Wir sind ein Team. Ich heiße Sex Officer Bundy. Ja, yeah, Six. Ich meine Batman. Ja, Batman. So, ihr seht hier die paar Fahrzeuge. Das sind nur vier. Wir werden dann hier drüben unsere Garage haben und selbstverständlich werden wir da diverse Möglichkeiten haben. Wenn mit so vielen Leuten auf so einem Raum ist, dann kackt die ganzen Fahrzeuge auszuparken. Und wenn ihr mir nochmal folgt, danach könnt ihr alles testen. Wir gehen nochmal raus hier. Sir, ja, Sir. Jetzt wäre es geil, würde noch genau eine gegensätzliche Partei entstehen. Von 6-7 Leuten, die immer Scheiße bauen und wir müssen das dann gerade biegen. Wisst ihr, wie ich meine? Was ich euch zeige, ist unser Badwing. Hat das jeder verstanden? Einmal mir nachsprechen. Badwing. 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 Ja, richtig. Achtung. Vorsicht. Badwing. Badwing. Oh. Ja, das ist der Badwing. Alter. Darf ich da mal? Ja, ich sag euch. Wir sind das A-Team. Habt ihr verstanden? A-P. Der AP ist AP. Für gröbere Sachen, ja. Das hört sich an wie was für mich. So, da haben wir ihn einmal. Oh! Schauermotor. Oh, das A-Team! Ich brauche ihn! Alter! Oh, yes! Egal. Damit ballere ich aber die Drive-Bys raus, Chat, ne? Also mit dem Ding fühle ich mich wohl tatsächlich. Oh. Ihr müsst mal wegfahren da, ihr müsst dort wegfahren. Oh, ich kann die alle kaufen. Komm mit Zeptetep. Ja, komm mal mit. Jetzt zeig ich's mal. Zeptetep? Zeptetep. Ich zeig dir warum, Toni. Komm mit.
Ja, ich sag, wie es ist. Der ist am Cheaten, Bruder. Der hat diese Menü an. Tap, tap, tap. Und zack, bapp, und hätt's gelegen. Siehst du das? Das ist nämlich das, mein Bester. Dann, wenn der Gegner denkt, hier passiert nichts. Okay. Reicht! Wichser! Ja, Jungs, benennt euch! Das ist geil, mach die Waffe weg und seh nichts! Das hört sich gut an, nochmal, Toni! Okay, stopp, reicht! Okay, lass mal die Sachen, wo. Zum ersten Einsatz kann ich euch nicht sagen, wann der ist. Aber es müsste, ich weiß nicht, ob ihr das letzte Mal mitbekommen habt, in die Richtung gehen, so wie das Kali-Kartell das PD angegriffen hat. Wenn es in die Richtung geht, wird es auf jeden Fall ein A-Team-Einsatz geben. Also sobald eine Fraktion meint, die Polizei angreifen zu müssen oder den Staat, dann kommen wir ins Business. Genau, dann kommen wir ins Spiel. Aber einen leichten Raubüberfall wird das nicht der, kurze der Fall Frage, sein. Herr Batman. Ja. Und zwar, wenn wir jetzt einen Einsatz haben, ja, ziehen wir uns anders an wie hier alle oder bleiben wir so? Weil dann wissen wir ja, dass wir Batman sind. Ja, das wollte ich fragen. Anziehen. Ja. Ihr bekommt hier einen Kleiderschrank her. Okay. Ja, und da Batman ist jeweils die Nummer drauf. CP. Okay. Genau, nicht der deswegen Best. Heißt du Zap to Depp. Wollen wir ein 1 gegen 1 machen, Toni? Jetzt will ich nicht. Nein, besser ist nicht ohne Grund. Ja, besser ist auch. Toni, ich kann dir zeigen, wo du drinnen kannst. Ich kann dich ein bisschen unterstützen, Bandi, wenn du willst. Ja. Ich habe noch eine wichtige Sache. Sobald wir hier rauslaufen und jemand das hier sieht, dann weiß er direkt, es hat irgendwas. Ja, die müssen wir wegbringen. Wir dürfen damit nicht raus. Wir brauchen einen Mülleimer, wo jeder, bevor er rausgeht, in der Ecke geht, die seine Sachen ablegt und dann rausgeht. Weißt du einfach damit, auf dem Boden. Ja, aber wir müssen, das muss irgendwie ein Schild stehen, Waffen abgeben, bevor du rausgehst. Weil es kann sein, dass die Leute das vergessen. Und wenn das rauskommt, dann wissen die, dass wir damit was zu tun haben. Ja, ihr habt recht. Komm mal her, Sepp, komm mal her, Sepp, der Tap, komm mal her. Die lässt du da liegen. Komm mal her, komm mal her. Der heißt Depp. Scheiße. Nochmal neu. Sepp the Tap, hä? Nochmal neu. Sepp the Tap. Nochmal neu. Sepp the Crack. Sepp the Crack bist du heute. Nochmal neu. Nochmal neu. Er schießt nur, wenn es losgeht, ja? Jawohl. Okay, 3. Warte. Er schießt einfach. Ja, mach. Aha, Sosa. Kleine Muschi. Ich würde sagen, wir verfallen jetzt erstmal wieder in unseren Alltag und wenn es soweit ist, werdet ihr kontaktiert und ihr werdet es auch sehen. Haltet die Augen auf am Himmel. Okay.